Ja, ich grüße euch. Ich habe jetzt was Neues dabei, also was Altes, oder was Neues, Altes oder Altes Neues. Das war der Poncho-Liner. Und der ist jetzt schon über ein Jahr bei uns im Shop. Aber viele von euch haben sich ein Detail gewünscht zum Poncho-Liner, gerade für einen Einsatz im militärischen oder im verdeckten Bereich. Und zwar hatten wir im Original-Poncho-Liner das Innenfutter in Orange, damit man es eben auch im Notfall in der Survival-Situation als Sichtzeichen verwenden kann. Haben viele gesagt, ist eine nette Idee. Viele haben auch gesagt, wunderbar, genau sowas habe ich gesucht. Aber genauso viele von euch haben gesagt, naja, ich würde mir den gern kaufen, aber das der Orange, das geht gar nicht. Also gab auch ein paar hämische Bemerkungen, so im Stil von, es sieht aus wie eine 80er Jahre Bomberjacke. Mag sein. Wir sind nach wie vor von dem Konzept an sich überzeugt, aber wir sind natürlich auch nicht so starrsinnig, dass wir uns hier hinstellen und sagen, wir haben uns das jetzt so gedacht, jetzt nehmt so, wie wir das gedacht haben, sondern wir haben uns natürlich auch einen Kopf gemacht und das Ergebnis ist jetzt der zweite Poncho-Liner und zwar in der Oliven-Edition. Entschuldigung, das Wetter schlägt mir langsam auf die Stimme. Ja, das Ganze wollte ich jetzt einfach mal dazu nutzen, den Poncho, wie er final fertig ist, weil als Video kennt ihr ihn ja nur als den Prototypen, mal vorzustellen. Kommt jetzt eben, wie gesagt, in einem Kompressionssack. Da ist auch noch ein bisschen mehr Platz drin. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel noch ein kleines Tarp oder euer Kopfkissen reinpacken wollt, kein Problem. So. Wir haben hier dann schon mal eins von den Zubehörteilen. Da haben wir jetzt den Liner. So. So jetzt in der Standardvariante kann man ihn ganz einfach als Schlafsack hernehmen. Dafür müsst ihr ein Ende eurer Wahl hernehmen und die Schnürzüge dicht machen. Je dichter, desto besser. Dann macht ihr den Längsverschluss auf, schlüpft rein. Ihr macht, ja, man muss es korrekt sagen, macht den Längsverschluss auf der anderen Seite auf, schlüpft rein und fertig ist euer Schlafsack. Wenn ihr oben das Ganze ein bisschen geschlossener haben wollt, könnt ihr auch hier die Schnürzüge noch ein bisschen zumachen, um eine Kapuze zu formen. Habt ihr einen Poncho und wollt das Ganze reinhaben, habt ihr hier kleine Schlaufen, da könnt ihr dann mit Paracord oder anderer Schnur den Liner an eurem Poncho festmachen. Und die andere Variante, dafür ist es ja ein Poncho-Liner. Na? Jetzt soll es auch in der richtigen Richtung aufmachen. Ja. Sollte es in der richtigen Richtung aufmachen, vor allem sollte man es mit der Hast nicht übertreiben. Zieht ihr nämlich den ganz auf, zieht den anderen nach und trennt das Ganze. Dann macht ihr hier auf. Tut mir leid, dass das jetzt etwas improvisiert gewirkt hat. Tatsächlich ist es ja so, dass wir keine gestellten Videos machen wollen. Da ist es jetzt einfach so, dass ich den tatsächlich noch gar nicht ausgepackt hatte. Normalerweise habe ich mir nämlich ein Ende markiert, da wo ich trennen kann. So, und dann ist es nämlich jetzt ganz einfach. Macht hier wieder auf, weil die Schlafsackfunktion brauchen wir jetzt nicht. So, und dann holt ihr das Stück drüber. Dürfte es wahrscheinlich wegen des Mikrofons extrem stark rascheln. Holt ihr den Poncho quasi nach vorne. Und fertig ist erstmal die Funktion als Ansitzsack. Das ist jetzt ganz brauchbar, wenn man unterwegs einfach nur mal kurz Pause macht, ausgekühlt ist etc. Aber wenn man jetzt vorhat, sich damit zu bewegen, sieht man ein bisschen aus wie, naja, Batman auf Freiersfüßen.
Dazu haben wir ein kleines Gimmick beigelegt. Der eine oder andere wird es noch vom Bundeswehrponcho kennen. Das war ein ganz einfacher Gürtel. Ziehe ich mir das Ganze dann zurecht. Wenn der Poncho schon ein paar Mal, beziehungsweise der Liner schon ein paar Mal benutzt wurde, dann fällt er auch anders, dann sieht es nicht mehr ganz so neu aus. Aber ich wollte es euch jetzt wirklich mal mit dem neuen zeigen. Und dann kann man sich damit eben auch bewegen. Gewinnt keinen Modepreis, das ist klar. Was hier jetzt natürlich noch ein bisschen unschön ist. Wir haben hier noch die Labels drin. Die müssen aber drin sein. Das ist leider so vorgeschrieben. Das heißt, die können wir euch nicht ersparen. Ich weiß, dass man eigentlich sagt, ja, muss das sein? Müssen die rein? Kann man die nicht einfach aufkleben? Dann kann man sie doch mal wegmachen. Nee, ihr müsst sie rausschneiden, wenn ihr sie weghaben wollt. Wir müssen die so drin lassen. Das ist leider Vorschrift. Da können wir leider auch nichts dagegen machen. Ja, und so habe ich jetzt eben meinen Kälteschutzparker mit Kapuze. Und natürlich kann ich das Ganze auch als Schlafsack benutzen und eben damit den ganzen Mal die Nacht verbringen. Vom Temperaturwert als Schlafsack würden wir angeben ungefähr 15 Grad Komfort. Extremwert sind wir vorsichtig, weil Extremwert heißt eigentlich nichts anderes wie, ja, die Nacht wird ziemlich miserabel, aber du wirst nicht erfrieren. Und Kälteempfinden ist immer eine Sache, die ist von Person zu Person unterschiedlich. Ich habe mit dem Poncho-Liner auch schon draußen geschlafen, da hat es leicht geschneit. Also da waren wir an Temperatur zwischen 0 und 4 Grad. Habe ich auch mal 2 Stunden damit geschlafen in einem Biwaksack. Das war aber eher die Ausnahme. Deswegen, wir geben für den an ungefähr 15 Grad Komforttemperatur als Schlafsack in der Schlafsackfunktion. Mit einer vernünftigen Isomatte natürlich. Und wenn man in ganz normaler körperlicher Verfassung ist, wenn man eh schon angeschlagen ist, wenn man krank ist, dann sieht es eh ganz anders aus. Aber das ist so ungefähr der Richtwert dafür. Ja, wie gesagt, den wollten wir euch mal zeigen. Wir haben es jetzt mal genutzt, die Möglichkeit, dass wir eh eine neue Version hier hatten. Das ist jetzt die finale Version, an der wir mehrere Jahre gearbeitet haben. Jetzt eben auch in Oliv, ohne den Orangeneffekt. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!